Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und alle möglichen anderen Krempel, die man so bauen kann an Waffen und was man halt sonst noch so benutzen kann. So, dieses Mal wird es ein bisschen kürzer vom Video, weil ich nicht alle Schritte gefilmt habe, aber vielleicht die interessanteren Sachen. Und zwar will ich einen Stab machen, also eigentlich nur so mehr ein Zepter, ne, so was Kurzes mit einer Kobra als Kopf. Und zwar bin ich hingegangen. Hab das Ganze erstmal gewickelt. Kennt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich, wer schon mal ein paar Videos von mir gesehen hat. Ne? Bin dann hingegangen, hab dann eine Form gemacht, so grob wie so ein Schlangenkopf. Hab's dann ungefähr bis ungefähr hier eingeklebt, mit dem Kernstab, normalen Spitzenschutz. Und das mittlere Teil ist dann halt aus 10er Matte. Hier kann man vielleicht noch sehen. Ne? Hier habe ich dann Fliegengitter von oben und unten auf die 10er Matte, damit da quasi diese Wölbung hält. Und habe dann von beiden Seiten nochmal eine 6er Matte draufgeklebt. Hier vorne nochmal eine 10er Matte. Das Ganze schon mal so ein bisschen beigeschliffen. Und jetzt werde ich mal gucken, was ich dran draus mache. Ich hoffe mal, wenn das Ding fertig ist, sieht das halbwegs gut aus. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was draufkleben. Aber das machen wir dann jetzt zusammen. Wie gesagt, das waren jetzt so die ersten Sachen. Da wollte ich euch nicht wieder mit langweilen. Ne? Bei manchen Sachen muss es ja nicht unbedingt immer sein, da ich zeige, wie gewickelt wird. Gut, vielleicht mit dem Innenleben, das wäre vielleicht noch ein bisschen interessanter gewesen, aber wer halt Interesse hat und wissen will, wie das geklappt hat, oder sich das vielleicht nicht vorstellen kann, wie das halt... Im Endeffekt habe ich echt nur mit Heißkleber halt eine Fliegengitterlage draufgeklebt, das ganze Ding so in Form gehalten, wie das jetzt ist, und dann halt immer so stückweise draufgeklebt, ne? Bis das dann trocken war, beziehungsweise kalt. Und dann hat das halt die Form gehalten. Ne? Kann man natürlich auch noch separat nochmal ankleben. Die Kante hier, die ist dadurch, dass ich halt nochmal ansetzen musste. Aus irgendeinem Grund waren die Teile, die drei hatte ich gleich groß gemacht. Aber irgendwie haben die nachher nicht mehr so ganz gepasst. Vielleicht durch die Biegung oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es dann nur noch so bis hier. Und der Rest musste ich dann halt anders machen. Aber dadurch, dass der Kopf sowieso oben 10er Matte ein bisschen dicker wird, weil der soll dann quasi hier oben kommen dann halt die Augen dran, hier soll er noch halt die Zähne kriegen und dann halt hier so ein bisschen am Mund und noch so ein bisschen Zunge oder irgend so. Und dann nachher natürlich noch die Schuppen und alles. Also das ist jetzt wirklich nur so der grobe Bau. Ne? Also wie gesagt, ein bisschen was habe ich schon geschliffen und so. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann später wird. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ihr nicht alle Schritte seht. Bin halt gebeten worden, von dem Stab dann auch, also vom Stock dann halt auch ein Video zu machen. Dadurch, dass ich die Woche mal wieder ziemlich wenig Zeit durch meinen Job hatte. Ihr kennt das ja vielleicht, der ein oder andere. Konnte ich leider nicht alle Schritte filmen. Habt Nachsicht mit mir. Ich werde mich besser. Wenn ihr dann weiter dranbleiben wollt, bleibt dran. Ne? Dann seht ihr den Rest, wie man das Ganze jetzt hier macht. So Leute, dann wollen wir mal hier an dem Kobra-Teil weitermachen. Und zwar... bin ich jetzt hingegangen, habe hier erstmal so ein paar Linien gemacht, damit der hier in der Mitte Schuppen kriegt. Hinten habe ich noch so ein Stück draufgeklebt, das werde ich jetzt noch so ein bisschen beischleifen, weil der hier der ein bisschen dicker war. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das hinten so richtig aussieht. Kann sein, dass das anatomisch nicht so ganz korrekt ist, aber es wird halt ein Stab. Ich denke mal, das ist dann soweit okay. So, dann schneide ich das Ding noch so ein bisschen flacher. Damit das nachher auch bei der Rundung vernünftig. Später sieht man davon nichts mehr. Da kommen noch Schuppen drauf. Dazu gehe ich dann später auch noch ein bisschen näher ein, wie ich die machen werde. Und zwar werde ich die nicht aus Schaumstoff machen. Zwischenzeit, wo dann die Heißklebepistole warm wird, wenn wir noch so ein bisschen hier was rumschnibbeln. Dann müssen wir mal gucken, wie wir dann am besten machen, weil hier, ich habe Kugelschreiber rumliegen, kommen die Augen rein. Ich hoffe mal, die schielt nicht nachher. Mal gucken hier vorne. Noch die Nasenlöcher, da muss ich aber noch mal genauer gucken, wie das aussieht. Ja. Da
Muss man dann halt ein bisschen gucken. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so ganz korrekt ist. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. So, ist doch, was wir jetzt machen, Leute. Und zwar will man jetzt schon mal den Lötkolben anwerfen. Den brauchen wir dann gleich auch noch. Weil ich noch so ein bisschen was das Ding auch aufhübschen will. Fehlen ja noch so ein bisschen, so ein paar Sachen. So, machen wir schon mal den Lötkolben an. So, erstmal ein bisschen Platz machen. Und zwar werde ich jetzt erstmal hingehen, werde das Ganze hier noch ein bisschen einwickeln mit so einem Metallbeschlag. Ich denke mal, den Rest des Stockes mache ich dann quasi aus Holz, aber das weiß ich noch nicht so genau. Da muss ich mal horchen, wie das aussehen soll. So. Rum. So, dann nehmen wir die Schere. Dann werden wir hier mal wieder lang knabbern hier. So, sieht manchmal ein bisschen schief aus. So. Ups, das war noch ein bisschen heiß. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mit heiß Kleber hantiert, immer ein bisschen aufpassen, dass euch die Finger nicht verbrennt. Wenn er zu früh da irgendwie reinfasst. Also immer schön aufpassen. So. So, jetzt haben wir das. Die Teile brauche ich gleich noch. Dann werden wir mal hingehen. Cutter. Nehmen wir wieder ein Stück von dem Kernstab, den aus Szenematte rausgeschnitten habe. Dann mache ich das Ganze mal ein bisschen größer. Wie gesagt, so die Dreiecksform halt immer die Kante dann. Das kann man immer gebrauchen. Das Ganze soll ja nachher auch ein bisschen hübsch aussehen. Könnt jetzt natürlich auch mit dem Lötkolben hingehen und noch was machen. Aber das will ich jetzt nicht. Und den will ich für was anderes benutzen. So. Dann gehen wir wieder hin. Fangen wir an irgendeiner Stelle an. Also allerdings nicht, ob die Länge reicht für beide Seiten. Das kann sein, dass ich noch mal was schneiden muss. Ja, sollte reichen. So. Dann gehen wir wieder einmal rund. So. Dann sieht das nachher ein bisschen hübscher aus. Schauen wir mal, ob das noch reicht. Einmal rund. Ja. Sieht gut aus, Leute.
weil das nicht so gut gehalten. Ein bisschen nachkleben. So, dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen so Metallrand. Ich denke mal, das sieht doch schon mal ja nicht mehr so schlecht aus. So, dann machen wir weiter. Und zwar hatte ich mir überlegt, mit so einem Stück, weil ich auch dann von so einem Kernstab, werde ich hier quasi das Maul so ein bisschen umranden, damit das noch so ein bisschen hübscher aussieht. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wie gesagt, ich habe mal wieder so ein bisschen Denkfehler gemacht. Ich hätte den ganzen Mist besser vorher machen sollen, bevor ich das eingeklebt habe. Aber wie gesagt, warum einfach machen, wenn man doch schwer haben kann. Ne? Ja, das war jetzt ein bisschen heiß am Finger. Aber alles gut. Mittlerweile bin ich das Ganze hier gewohnt, dass ich mir da unter Finger verbrenne. Ja, dann kriegt das Ganze wirklich schon so ein bisschen Kontur. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus, Leute. So. Ja, seht ihr hier? Jetzt haben wir hier so ein bisschen Rand gemacht. Sieht das Ganze schon so ein bisschen plastischer aus. Das könnte man eigentlich oben auch machen. Bin ich mir gerade so am Überlegen. Sieht das hier vielleicht auch noch ein bisschen besser aus. Mal gucken. Ja, wisst ihr was? Das machen wir oben auch. Scheiß was drauf. Auf die Arbeit. Das soll schön aussehen. Das war wieder ziemliche Piddelsarbeit. Wie meistens bei sowas. Aber optisch könnte es sich vielleicht lohnen. So, muss man wieder eine Seite. Wie gesagt, immer aufpassen, ne? Dass ihr euch nicht die Finger verkokelt. Das ist nämlich der Heißkleber, der kann nämlich verdammt heiß sein. So. Schneiden wir da wieder ein Stück ab. So, dann haben wir jetzt hier und unten haben wir so ein bisschen das Maul gemacht. Ich finde, das sieht schon direkt viel plastischer aus. So, mal schauen. Dann fangen wir jetzt mal an. Da habe ich mir ein Stück Dreiermatte ausgeschnitten. Und zwar soll das gute Stück hier auch noch irgendwie eine Zunge oder so was kriegen. Dann machen wir jetzt so einfach freie Schnauze. Keine Ahnung, ob so was korrekt ist von der Form. Aber wie gesagt, das soll ja nur so ein Metallkopf von der Schlange sein. Ich denke mal, das geht okay, wenn das nicht so hundertprozentig anatomisch ist. So. Hauptsache, man kennt, dass das eine Kobra ist. Und dort denke ich mal, wird man. So, machen wir da noch irgendwie so eine Zunge rein. So. Kleben wir einfach hier unten so drauf. Ja, so. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ja. Habe ich jetzt einfach nur hier so eingeklebt, dass die so ein bisschen raushängt. So, dann gucken wir mal. Das gute Stück, da brauche ich auch noch ein paar Fangzähne, ne? Jetzt habe ich mir hier so ein bisschen Matte besorgt. Na ja, das ist besorgt. Das sind ja eigentlich nur Reststücke. So, dann gucken wir mal. So eine Schlange, die hat ja schon ziemliche Hauer.
Ich mache jetzt einfach mal so freie Schnauze was. Keine Ahnung, ob das nachher gut aussieht, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Bisschen filigraner war vielleicht ja noch mal so schlecht gewesen. Der eine, der ist ein bisschen klein geworden. Schon ein bisschen größer machen. So. Und noch ein bisschen schlanker. Gut, da kann man noch mit dem Lötkolben noch ein bisschen nacharbeiten. So, sind die ungefähr gleich groß. Ja. So, gucken wir mal. Die sind ein bisschen, ich glaube, ein bisschen sehr groß geworden. War vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee, die Teile hier oben dran zu machen, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich die am besten da dran kriege. Ja. Wird wohl nicht drum rum kommen, dass ich die ein bisschen kürzen muss. So, schauen wir mal, ob die jetzt vernünftig sind von der Länge. Ein bisschen größer hätte ich sie zwar trotzdem gern gehabt, aber naja, gut. Kann man jetzt nicht mehr dran ändern. Wie gesagt, das Ganze ist mehr oder weniger improvisiert. Das sieht irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Weiß ich nicht, Leute. Vielleicht klebe ich die auch hier außen ein bisschen dran. Das ist vielleicht, sieht besser aus. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Dann können wir die Eisklebepistole, glaube ich, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das tun wir mal alles hier runter und dann fangen wir mal an mit dem Lötkolben. Erstmal wieder ein bisschen. Ja, okay, ich merke schon, das Ganze ist irgendwie nicht so ganz fest. So, dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt fest ist. Dann gehen wir mal hin. Und dann hier noch so leichte Abkantungen machen. Ich glaube, der Lötkolben ist wirklich ein bisschen lose. Sieht doch schon mal ja nicht mal so übel aus. Ja. Ich hoffe, das kann man jetzt ein bisschen sehen. Muss ein bisschen schief in der Kamera halten. So. Dann gehen wir jetzt noch mit dem Heißluftföhn mal drüber. Ups, da fällt wieder alles runter. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, ob wir den richtigen Kabel erwischen. Jetzt habe ich wieder alles eingesteckt, aber nicht den Heißluftföhn. Ich glaube, das ist der richtige. So, dann fangen wir mal an. So, jetzt haben wir das meiste hier von erstmal alles soweit, denke ich mal, fertig.
So Leute, das ist jetzt der erste Teil vom Cobra-Stock. Ne? Wie gesagt, das soll jetzt auch nicht ein Schwert oder irgendwas werden. Das soll wirklich nur so ein Schlagknüppel werden. Mit einem Cobra-Kopf halt oben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich das mit den Schuppen mache, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, weil das werde ich euch erst im nächsten Teil verraten. Das Ganze wird jetzt erstmal schwarz gelatext. Ne? Aber das mache ich dann im nächsten Teil. Und dann werde ich euch auch verraten, wie ich die Schuppen drauf mache. Dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch gefallen, auch wenn das Stockwickeln am Anfang weggefallen ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es ja immer dasselbe. Beim nächsten Video zeige ich es euch wieder, aber die, die anderen Videos schon gesehen haben, wissen ja, wie es mittlerweile geht. Ne? So, dann hoffe ich, das Video gefällt euch. Freut euch auf nächste Woche, auf den nächsten Teil. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, Kommentare, Likes immer gern gesehen. Wir sehen uns.